Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, sind wir bei Goodie Games News and More. Endlich Wochenende, endlich Freitag, endlich Urlaub. Ich hoffe, euch geht's ganz genauso wie mir. Ich kann jetzt erstmal 2 Wochen chillen. Wie gesagt, das wünsche ich euch auch. Die Ferien beginnen ja am Montag hier in Niedersachsen oder halt einfach heute ist der letzte Schultag. Und deswegen haben wir ein bisschen frei. Das ist eine wunderschöne Sache. Ich habe wieder ein paar Themen für euch mitgebracht. Wir unterhalten uns über Dark Souls, Dragon Age, Lords of the Fallen, Alien Isolation, Titanfall und Dead or Alive. Das sind die Themen, die wir heute haben. Da ist eine ganze Menge Abenteuer, RPG, was auch immer dabei. Ich finde es wirklich schön, weil das ist ein Genre, was in meinen Augen wirklich einfach immer wieder Spaß macht, zu spielen, zu gucken, zu machen. Und dabei ganz viel Spaß. Ja, und lass mal einfach mal beginnen mit Dark Souls. Und ich rede jetzt hier nicht über Dark Souls Remake oder irgendein neuer DLC oder sonst was. Nein, es geht also um Dark Souls 1. Das wird jetzt weggeholt von Games for Windows. Ist ja damals für Games for Windows erschienen. Die wechseln jetzt rüber nach Steam. Ich meine, Games for Windows ist so eine kleine Totgeburt. Ich weiß nicht, Microsoft hat da irgendwie... Es gibt einfach Gebiete, da haben sie keinen Erfolg. Games for Windows gehört meiner Meinung nach dazu. Vielleicht werden sie das mit Windows 10 verbessern. Das werden wir sehen. Aber die Entscheidung momentan steht, Dark Souls zieht um nach Steam. Und ihr könnt also damit dann jetzt... transferieren euren Account, also euren Spielaccount von Games for Windows zu Steam und könnt auch eure Speicherstände mitnehmen. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass ihr die Speicherstände mitnehmen könnt. Aber das geht verloren bald. Zieht schnell um, zieht jetzt um, zieht dieses Wochenende um. Sie haben keinen genauen Zeitrahmen genannt, wann diese Speicherstände, dass die auch übernommen werden. Das wird wegfallen. Ihr könnt in einem Jahr immer noch von Games for Windows umziehen nach Steam. Aber ohne eure Speicherstände denn. Und das wäre ja wirklich gerade bei Dark Souls, denke ich mal, sehr, sehr schade. Deswegen, Leute, umziehen jetzt! Von Dark Souls direkt weiter zu Dragon Age. Dragon Age Inquisition, mein Titel des Jahres, fast mag ich sagen, wirklich. Ich bin so wahnsinnig gespannt darauf. Und wir werden jetzt natürlich so kurz vorm Release mit immer neuen Inhalten geteasert. Jetzt gab es wieder einen neuen Trailer, Dragon Age Inquisition, die drei Freunde, so nenne ich es jetzt einfach mal. Nein, ihr habt ja wirklich ganz viele Begleiter, die ihr auswählen könnt, mit denen ihr in den Kampf ziehen könnt. Und drei dieser Begleiter, unter anderem der mega hammergeile Kunari, wurde vorgestellt. Dazu noch eine Schurkin und der Zauberer. War er männlich, war er weiblich? Ich glaube, es war ein männlicher Zauberer. Die drei Begleiter wurden euch jetzt in dem Trailer vorgestellt. Es sah wieder super Sahne aus. Wirklich, das ist eine Grafik, die einen da erwartet. Es wird, glaube ich, einfach ein Fest, Dragon Age Inquisition. Der kleine Trailer hat nichts gezeigt, was wir irgendwie das Neues jetzt über Spiel entdecken, sondern einfach nur, dass es anscheinend wirklich ein mega geiles Gameplay wird, auf das ich mich wahnsinnig freue und ich hoffe, dass es euch ganz genauso geht. Bleiben wir einfach mal dabei, was wir jetzt haben. Wir haben Dark Souls gehabt, wir haben Dragon Age, dann weiter zu Lords of the Fallen. Das ist ja so ein Dark Souls Mini, sage ich immer. Geht schon in die Spuren von Dark Souls, auf jeden Fall. Wir haben dasselbe, dass unsere Seelen oder halt unsere EP liegen bleiben, dort wo wir gestorben sind, wir die wieder aufsammeln müssen. Das ganze Kampfsystem, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Quick Roll, Fat Roll und so weiter, all das gibt es wirklich auch in Lords of the Fallen. Einige Leute werden es wahrscheinlich jetzt bereits schon in der Konsole haben, weil es wurde doch von einigen Versendern extremst früh ausgeliefert. Die feine Version ist also da, eigentlich offiziell ab Montag, glaube ich, ist es verfügbar. 28. auf jeden Fall vom Datum her. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Montag ist. Wie gesagt, einige haben es jetzt schon wirklich in der Post gehabt. Das finde ich immer wieder beeindruckend oder auch schlecht. Ich weiß es nicht. Sollten alle Versender nicht zum gleichen Zeitpunkt versenden. Egal. Aber auf alle Fälle, es geht da um die Kritik. Zwar einige haben ja schon Kritik gepostet und zwar jetzt also nicht von den aktuellen, sondern halt auch vorher schon gab es ja was. Es wurde einiges an Kritik geäußert, an Lords of the Fallen. Unter anderem zum Beispiel auch das von mir bemängelte extreme Fat Roll. Wirklich. Also dieses Gameplay-Video, was man gesehen hat, von diesem Ritter da mit seinem dicken, fetten Schwert, dicken, fetten Schild natürlich, mit seiner dicken, fetten Rüstung, wie er sich dann wirklich ganz behäbig von A nach B bewegt und bei einer Rolle ganz genauso, also in meinen Augen wirklich extrem slow. Und da haben jetzt die Entwickler nochmal drauf reagiert und haben nochmal auch ein kleines Video veröffentlicht, wo sie auf diese Kritikpunkte eingehen. Und da zeigen sie dann zum Beispiel, indem sie diesen Krieger umziehen in eine leichte Rüstung, er ist halt wirklich extremst beladen, dann ist er wirklich ganz, ganz schnell dabei, dann ist es fix, dann ist es schön, dann ist es so, wie wir es uns wünschen. Natürlich möchte man auch gerne als dicker Krieger durch die Gegend rennen, so richtig fett mit Rüstung, aber halt, wie gesagt, ist es natürlich so, dass dann einfach die Mobilität leidet. Das war bei Dark Souls auch schon so. Ich habe das Gefühl, dass es bei Lords of the Fallen trotz dessen noch behäbiger ist, aber das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad her auf alle Fälle nicht so hart wie Dark Souls, das ist jetzt schon klar.
Aber es ist knackig und das ist schön, weil knackig, das möchte man wirklich gerne haben. Und einigen war ja auch Dark Souls zu hart. Vielleicht ist da Lords of the Fallen wirklich das Richtige. Dann hat der Entwickler weiter noch bekannt gegeben, es wird New Game Plus geben und es wird New Game Plus Plus geben. Aber dann ist Stopp. Bei Dark Souls war dem ja nicht so, man konnte ja einen New Game Plus nach dem nächsten starten mit immer schwereren Gegnern, immer schwerer, immer schwerer. Hier ist Schluss, aber hat auch eine ganz besondere Bewandtnis. Und zwar habt ihr verschiedene Trees, wie ihr euch entwickeln könnt. Also jetzt nicht nur von der, auch von der Klasse her. Und zwar ist das also, das ist so ein, sie haben es gezeigt im Video, es ist so ein Kreis. Hier unten ist eure Startklasse, dann könnt ihr den Weg gehen oder den Weg gehen und habt hier oben nochmal zwei Klassen sozusagen zur Verfügung. Ich hoffe, das war jetzt optisch irgendwie einigermaßen ansprechend. Und wenn ihr halt ein New Game Plus macht, dann könnt ihr halt euch in die Richtung entwickeln oder in die und dann halt noch ein höher mit dem zweiten New Game Plus und dann ist Stopp, dann ist Schicht mit Lords of the Fallen mit dem Charakter, dann könnt ihr euch den nächsten Charakter vornehmen. Hört sich aber auf alle Fälle für mich weiter sehr interessant an. Ich hoffe jetzt, dass endlich die ersten Tests da sind, dass das Spiel wirklich so super ist, wie ich es mir wünsche, weil dann wird es auf alle Fälle ganz bestimmt in diesem Urlaub noch in meiner Konsole liegen und darauf freue ich mich hoffentlich ganz genauso wie ihr. Ja, und Titanfall ist jetzt mal was ganz anderes, ein Shooter. Gehen wir mal rüber ins Shooter-Genre. Titanfall hat ein richtig dickes, fettes Update gestern bekommen. 900 Megabyte auf der Waage, jemand auf der Xbox, PC, keine Ahnung. Und zwar ist es so, dass sie wirklich richtig Gas geben. Das ist das größte Update, was sie je gemacht haben. Und zwar jetzt gibt es neu einen Koop-Modus. Und das Ding macht richtig Spaß, das macht richtig Laune. Titanfall neu entdeckt, Koop-Modus finde ich super. Gegen Gegnerwellen zu kämpfen, das haben sie wirklich sehr gut implementiert. Dann gibt es ab Level 32 ein Ranked Play auf allen Multiplayer-Maps mit zusätzlichen Herausforderungen. Dazu noch ein 3-Sterne-Rating auf jeder Map, die ihr spielt, kriegt ihr halt anschließend ein Ranking. Wofür die Sterne gut sind, habe ich irgendwie gestern nicht geschafft herauszufinden. Ich habe halt einen Stern bekommen, ich freue mich, ich habe einen Stern. Ich weiß nicht, ob da mehr dahinter steckt, das ist nicht ganz genau klar, aber es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viele Updates. Lest euch wirklich einfach die Update-Notes durch und gebt Titanfall nochmal eine Chance, weil allein das Koop macht auf alle Fälle einen Riesenspaß. Dann, danke, ich wurde erhört. Endlich der erste DLC zu Alien Isolation. Ist das nicht super? Ganz viele Daumen hoch. Halt nein, ich find's scheiße. Ich find's wirklich scheiße, ich fühle mich verarscht. Ich hab das Spiel noch nicht mal gekauft und der erste DLC ist draußen. Abzocke schlechthin, meine Meinung. Alien Isolation, auf alle Fälle ein schönes Spiel. Wer die Art von Spiel mag, hat was ganz, ganz Tolles. Es ist super gemacht an vielen, vielen Stellen, wirklich, also da hatte ich nicht mit gerechnet. Das ist wirklich ein schönes Spiel geworden, aber jetzt bereits ein DLC dazu? Nein, Leute, also das ist absolut übertrieben. Wie gesagt, ich habe es nicht mal gekauft bisher, weil einfach so viele andere Spiele momentan die Konsole blockieren, dass man da noch gar nicht zu kommen. Und dann gibt es schon DLC. Also er erscheint jetzt am 28.10., aber auch bis dahin wir es nicht gekauft haben. Das erweitert den Survivor-Modus um drei Maps. Super, schön. Toll, und dafür soll ich Geld bezahlen. Und die drei Maps waren vorher nicht fertig und schon auf CD oder was auch immer. Nein, das ist Verarsche pur. Finde ich zum Kotzen, ganz fetten Daumen runter. Wirklich, das geht gar nicht. Macht für mich auch das Spiel, ehrlich gesagt, uninteressanter. Als ich gesehen habe, es gibt einen DLC, der am 28.10. erscheint, war wirklich mein Gedanke, kaufe ich mir das Spiel überhaupt? Weil da steckt eine Abzocke hinter und die will ich nicht unterstützen. Und ich glaube, das Spiel wird meine Konsole doch nicht sehen. Ich weiß nicht, schreibt mir mal unten rein, was ihr sagt zu so einem frühen DLC. Wertet das Spiel ab oder sagt man, ach Mensch, ignoriere es doch, das Spiel ist gut, kauf es dir trotzdem. Wie seht ihr die Sache mit dem DLC? Schreibt bitte mal unten rein, würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, und von den ganzen ernsten Themen mal wieder zu was anderem. Tittenwackeln in 1080p, wir haben es schon mal gehabt. Dead or Alive 5, yeah! Naja. Ein gar nicht mal so schlechtes Kampfspiel in meinen Augen. Wie gesagt, wenn diese extreme Betonung auf die Brüste der Charaktere nicht wäre, würde ich es, glaube ich, um einiges lieber mögen. Das erscheint jetzt ja demnächst. Und zwar, das Schöne ist, auf der PS4 und auf der Xbox One gratis. Das finde ich einen tollen Zug. Es ist halt so, ihr könnt gratis ein bisschen was zocken. Zusätzliche Charaktere, Kostüme und so weiter wird man halt alles kaufen können. Oder meinetwegen auch Arenen. Was da genau alles vorschwebt, weiß ich nicht. Aber erstmal das Grundspiel, das Grundgerüst gratis zu haben, es genug zu zocken und sagen, Mensch, es gefällt mir gut, ich kaufe mir da noch ein paar Charaktere dazu oder so, finde ich vom Spielansatz eine super tolle Geschichte. Gerade bei so einem Prügler ist es auch eine Sache, wo es passt. Also Spaß machen tut es. Das finde ich auf jeden Fall. Und gerade halt, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt gegeneinander, da sind solche Prügelspiele doch immer noch das Beste, finde ich. Und das ist okay. Und gratis sage ich nie nein.
Ja, liebe Leute, das war's schon wieder. Wir sind durch. Das waren die News zum Wochenende. Ich denke, damit kann ich euch beruhigt ins Wochenende und wie gesagt, bei einigen von euch hoffentlich genauso wie bei mir in den Urlaub schicken. Wir hatten wieder einige interessante Themen, finde ich. Wir haben uns wahnsinnig viel über Rollenspiele unterhalten. Wir hatten Dark Souls, wir hatten Dragon Age, wir hatten Lords of the Fallen. Alles super Sahnetitel in meinen Augen. Dann natürlich das Alien Isolation, wo man so ein bisschen, tja, schlechte Laune bekommt oder auch nicht. Wie gesagt, das möchte ich gerne in den Kommentaren wissen. Titanfall, Titten wackeln. Alles war dabei. Ich hoffe, wir haben wirklich alles Wichtige aus der Woche abgehakt, dass ich nichts Interessantes für euch vergessen habe. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und sage so long goodbye. Keep gaming, euer Goodie. Oh, ich spring da einfach mitten rein, ey, ob das eine gute Idee war. Ah, Mist. Diese scheiß Schildkamera, da muss man aufpassen. Ah, weg da! Oh, Duell gelöst. Ach, er hat jetzt platt gemacht.